Hallo Freunde des Küchensports, herzlich willkommen zu unserem Tellerrand TV Quickie für Kartoffelpüree. Das Wasser ist schon wie bei den Bratkartoffeln leicht gesalzen und jetzt können wir die auch schon abschütten, weil sie sind fast fertig. Los geht's! Nach dem Abschütten kommt ein sehr wichtiger Schritt, das Ausdämpfen. Soll so viel heißen wie, wir sorgen dafür, dass unnötiges Wasser aus den Kartoffeln verdampfen kann, also bitte keinen Deckel drauf oder sowas. Es gibt mehrere Arten Püree zu machen. Wir stampfen alles in einem Topf mit Butter und etwas Milch, wie ihr seht, da man zu Hause jetzt nicht zwingend so viele Töpfe verwenden muss, wie es das Fernsehen einem manchmal weiß machen möchte. In der Gastronomie wird aber Butter separat mit Milch und Sahne erhitzt. Das Ergebnis ist auch wirklich besser, doch im Heimgebrauch eher routinierten Leuten zu empfehlen, da man ja gleichzeitig die anderen Zutaten jonglieren muss. Die Milch bzw. Sahne nach und nach dazugeben, damit auch wirklich alles gut vermengt wird und das Püree am Ende nicht zu flüssig ist. Ihr könnt zum Beispiel auch einen Teil der Kartoffeln durch Pastinaken oder gelbe Rübe ersetzen, um so mal eine andere Variante zu essen. Das Prozedere ist das gleiche, also traut euch! Zum Schluss noch etwas Salz und eine Prise Muskatnuss und dann sind wir auch schon fertig. Unser Püree ist recht fest von der Konsistenz, aber so könnt ihr es in Mikrowellengeschirr abfüllen mit etwas Milch und Butter dazu. Dann könnt ihr es bequem mit ins Büro nehmen und euch in der Mikro warm machen. Wir bedanken uns für eure Zeit, bleibt gesund, macht's gut!